So, herzlich willkommen. Wir fahren einmal zum letzten Mal, bevor die U7 morgen, U6 morgen gesperrt ist. Noch einmal komplett ohne Cut nach Altmarienhof und wieder zurück. Da drüben steht 27 71 70, und das wird dann unser Rückfahrtzug. Weil sonst habe ich gar kein Video von dem. Da. Weberstraße.
Schumacher Platz.
Boah, ist ja perfekt hier. Diese auch. Thank you.
Friedrichstraße. Übergang zum Regionalverkehr und zur S-Bahn.
Bitte. Thank you.
jetzt los hier? Vorne sind rot, falls es auf der Kamera nicht erkennbar ist, aber... Ah, chillig. Auf geht's. Zurückbleiben, bitte.
Also Props gehen an die Fahrer, weil sie eine Minute zu früh ist. So. Da ist er einmal. Und jetzt fährt hier 8 gleich los. Morsch. Einsteigen bitte. Aber gut, schön. Also ich habe eigentlich gesagt ohne Cut, aber ich habe gerade eine wichtige Nachricht bekommen. Deswegen sehen wir uns, denke ich, wieder hier, wenn 27.70 kommt. So, da sind wir wieder. Hat jetzt 2 Minuten ungefähr gedauert. Ich warte immer noch auf 27.71, aber der müsste auch gleich kommen, hoffe ich. Und ja, nachher, kurze Info, falls überhaupt jemand bis hier geguckt hat, also ich habe schon ein paar Züge in Holzhauser Straße aufgenommen, die werde ich dann auch noch hochladen, so als nochmal so als Erinnerung halt an den alten Bahnhof. Ja, und jetzt warten wir halt noch so lange, bis 27.71 kommt. Sieht das also hier hinten aus? Aha. Okay, will niemand sehen, ist schon klar. Aber mich interessiert. Oh, das ist interessant. Das ist interessant. Nicht einsteigen. So, Signal ist rot da drüben. Das heißt, 27.71 müsste jetzt kommen, weil die Weiche ja nicht umgestellt werden kann dadurch. Hoffe ich. Aber ich höre ihn da, glaube ich, auch schon. Ja, da kommt er. Ui. Jetzt konnte ich den wieder nicht filmen, ey, was eine Kacke. So, tschüss, 26. Gut. Kurzer Walkthrough von 27.70 bis 71. Fühlt sich schon sehr geil an. Ich war ehrlich gesagt noch nie hier drin, das ist das Problem.
Also keine Ahnung, ob hier noch ein Zug kommt. Wir warten noch kurz und wenn er dann nicht kommt, dann steige ich natürlich hier ein. Ist ja logisch. Weil ich eigentlich mit 26 wieder zurückfahren wollte, aber ich habe jetzt halt gesehen, dass 71 hier kam und dann dachte ich mir so, ja, dann sehen wir den auch nochmal vor der Schließung, von daher passt das so. Problem ist nur, ich weiß nicht, was ich so lange machen soll. Deswegen würde ich sagen, können wir einfach 2 Minuten vorspulen. Jetzt trotzdem laufen lassen. Wir können ja gucken, mit was zusammengekoppelt ist. Gut, ich glaube, hier kommt keiner mehr. Daher würde ich sagen, steigen wir einfach schon mal ein. Ja, ja, jetzt hat er gestartet. Jetzt hat er gestartet. Einfach fürs Feeling gehen wir einfach nochmal hier durch. Und bleiben dann auch im 71er. Ne? Ich würde sagen, wir bleiben einfach hier. Gerade was macht mehr Sinn. Und jetzt kommt hier erst irgendein anderer Zug. Nee. Thank you.
zurückbleiben, bitte. Bleiben bitte.
U6 nach Alt-Tegel. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte.
U6 nach Alt-Tegel. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Sehr pünktlich.
bleiben, bitte.
U6 nach Alt-Tegel. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Thank you.
Viertelstunde. Schönen Tag. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Perfekt, Digga. Es war rot. Hier war ich auch original noch nie an der Stelle. Zurückbleiben bitte. Vielleicht weil es auch ganz hinten ist. Zurückbleiben bitte. Thank you.
Digga, wie geil. Schön mit der Kamera. Schön. Ich hoffe, sie werden sehen. Wieder ein Trainspotter. Moin, Kollege! Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Ich finde das toll. Ja, also falls überhaupt wer bis hier geguckt hat, weil 80 Minuten sind schon echt lang, wollte ich mich einfach vielmals bedanken dafür, ne? Gleich gibt es dann auch nochmal mein Statement dazu, weil wir wissen es alle, die U6 wird ab morgen im nördlichen Teil geschlossen. Das ist schade. Ach, jetzt sind wir wieder rechts, oder was? Ist klar. Wieder. Perfekt, Kamera wird nicht scharf gestellt. Also nun zum Statement. Es ist natürlich schade jetzt, aber es ist auch wichtig, dass die U6 saniert wird. Und ja, natürlich wird es dann schwieriger, auch so von einem Ort zum anderen zu kommen, weil die Linie schon wichtig ist.
Aber irgendwann muss es halt passieren. Und ich werde es sehr vermissen. Aber in Zukunft gibt es dann vielleicht erstmal nur Mitfahrten von Kutschi bis Altmariendorf oder im Ersatzverkehr. Ne? So, und dann wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Morgen einen guten Start wieder, weil die Ferien ja leider zu Ende sind. Und in diesem Sinne, tschüss, vielen Dank fürs Zusehen.